Guten Abend und herzlich willkommen dem Kanzlerkandidaten und designierten Vorsitzenden der SPD, Martin Schulz. Herzlich willkommen bei uns, Herr Schulz. Ich freue mich, dass Sie da sind, unser Publikum ganz offensichtlich auch. Dankeschön. Kanzlerkandidat Schulz, klingt das schon vertraut in Ihren Ohren? Ja, ein bisschen ungewohnt ist es schon noch, ja. War ja auch ein bisschen hoppla hopp, sodass man dazu kommen könnte, langsam die SPD mal umzubenennen in Sturzgeburt Partei Deutschlands. Naja, die Überlegungen, dass Sigmar Gabriel oder ich antreten würden, die gab es ja schon vor längerer Zeit. Ich kenne auch eine deutsche Journalistin, die vor einem Jahr gesagt hat, das Kanzlerkandidatenduell zwischen Angela Merkel und, wurde damals gefragt, wird stattfinden. Die Antwort lautete, Martin Schulz, die Journalistin heißt Anne Will. Oh, Herr Schulz, jetzt machen Sie es mir schwer. Ich wollte ein ganz kritisches Interview mit Ihnen führen, aber ich habe damals das auch nur gemeint, weil ich dachte, es könnte spannender für die Demokratie sein. Das war so mein selbstbesoffener Ansatz. Glauben Sie, das trägt dazu bei? Ja, ganz eindeutig so, dass die Spannung steigt. Die SPD hat in diesen Tagen einen Ruck erlebt. Unsere Mitglieder sind sehr motiviert und wir merken auch, dass die Menschen, die nicht Mitglied unserer Partei sind, aber uns nahestehen oder selbst diejenigen, die kritisch distanziert zu uns sind, spüren, es könnte jetzt einen Wahlkampf geben des Wettbewerbs der Personen und der Argumente. Und das dient der Demokratie, das ist gut. Doch, ich glaube, es wird spannend in diesem Jahr. Damit sagen Sie aber immer, Sigmar Gabriel wäre die schlechtere Wahl gewesen. Sigmar Gabriel hat, wie ich finde, eine großartige Leistung vollbracht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der deutschen Parteien Demokratie einen Mann gegeben hat, der als Führer einer Partei, als amtierender, stellvertretender Regierungschef sagt, weil ich nicht der beste Kandidat bin, ziehe ich mich zurück. Das zeigen alle Umfragen. Das ist, wie ich finde, dieser Verzicht eine große charakterliche Leistung von Sigmar Gabriel. Das war am Samstag, glaube ich. Samstag. Und das steht noch mal für diese Hoppla-Hopp-Entwicklung, für das, was manch einer Sturzgeburt genannt hat. Samstag fahren Sie nach Montabaur, um sich da mit Sigmar Gabriel zu treffen. Als Sie sich auf den Weg dahin machten, wussten Sie da schon, was er Ihnen sagen will? Wir haben das über einen längeren Zeitraum miteinander diskutiert, aber nicht nur Sigmar Gabriel und ich, sondern die Parteiführung der SPD insgesamt. Und wir haben uns am Samstag darauf verständigt, dass ich antreten sollte. Und das ist ja jetzt auch so gekommen. Waren Sie darauf eingestellt, dass er sagt, Sie werden Außenminister? Oder waren Sie wirklich darauf eingestellt, dass er sagt, ich ziehe zurück und du machst die Kandidatur? Ja, wir haben beide sehr offen seit geraumer Zeit, das ist Ihnen ja auch bekannt, Sigmar Gabriel und ich sind befreundet. Wir haben nicht nur er und ich, sondern mit vielen anderen diskutiert, was ist die beste Aufstellung für uns. Ja. Und sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich antreten sollte. Ich will ja noch mal wiederholen, für meinen Freund Sigmar Gabriel war das nicht so ganz einfach. Klar. Denn der Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist ein stolzes Amt. Das ist das Amt, das Leute wie August Bebel oder Friedrich Ebert, Otto Wels oder Kurt Schumacher und Willy Brandt innegehabt haben. Er hat das 7,5 Jahre, wie ich finde, vorbildlich versehen, dieses Amt. Sich dann zurückzuziehen und sich in den Dienst der Partei zu stellen, ist eine großartige Leistung, für die die SPD Sigmar Gabriel Dank schuldet. Haben Sie sofort begeistert zugesagt oder haben Sie sich noch Bedenkzeit erbeten und etwa gesagt, ich möchte noch mit jemandem telefonieren oder so? Ich habe das gelesen, ich hätte sofort begeistert zugesagt, das stimmt nicht. Wenn Sie ein solches Amt angetragen bekommen, dann denken Sie zunächst einmal nach. Bin ich dem Amt gewachsen? Ist das das Richtige? Bist du tatsächlich der richtige Kandidat? Ja, und es gibt jemanden, mit dem ich natürlich telefoniert habe, das ist meine Frau, mit der ich das ausführlich erörtert habe. Und als ich die Rückendeckung meiner Frau und meiner Familie hatte für diesen schweren Weg, der da vor mir liegt, dann habe ich ja gesagt. Mhm. Wir lernen Sie gerade ja alle erst kennen und wissen noch gar nicht so viel über Sie. Deshalb ist das charakteristisch für Sie, dass Sie, wiewohl Sie uns gerade berichtet haben, Sie haben mindestens dann noch mal einmal telefoniert, aber ist es charakteristisch für Sie, dass Sie entschlossen zugreifen, selbst wenn es sich ja um ein durchaus riskantes Unterfangen handelt, was Sie da für sich genommen haben? Ich bin in meinem Leben eigentlich jemand, der, wenn er sich zu etwas entschieden hat, es dann auch macht und versucht, es gut durchzuführen. Ja, die Frage muss ich mit einem Ja beantworten. Ich greife dann beherzt zu. Aber der Griff nach dem Amt des Regierungschefs der größten Mitgliedsnation
der Europäischen Union ist nicht irgendetwas. Das muss man sich sorgfältig durch den Kopf gehen lassen. Und das ist ein verantwortungsvoller Schritt. Und ich habe den nicht leichten Herzens, aber aus tiefer innerer Überzeugung, dass Deutschland eine Erneuerung braucht, entschieden. Und was treibt Sie dann an? Was lässt Sie dann doch entschlossen zugreifen? Ist das Ehrgeiz? Ist das Machthunger? Ist das Selbstüberschätzung? Ich habe in den letzten Jahren als deutscher Politiker in einer internationalen Ebene, als Präsident des Europäischen Parlaments, erlebt, in was für wandelnden Zeiten wir leben, sich verändernden Zeiten und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Eine starke Europäische Union ist im besten Interesse der Bundesrepublik Deutschland, aber die EU ist nur dann stark, wenn Deutschland stabil ist und sich zu Europa und zu seiner Rolle als Friedensmacht in der Welt bekennt. Das ist mein Antrieb, dafür will ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Ehrgeiz, Machthunger, Selbstbewusstsein, Selbstüberschätzung kam jetzt nicht vor. In dem, was Sie gesagt haben, aber danach hatte ich gefragt. Es wird Sie ja nicht überraschen, wenn ich jetzt nicht mich selbst der Selbstüberschätzung bezichtige, sondern ich habe das ja versucht, vorher klar zu sagen, dass ich mich sehr deutlich geprüft habe. Machthunger habe ich auch gelesen, auf einem Cover, wo ich eigentlich als St. Martin bezeichnet wurde. Ich wusste nicht, dass St. Martin machthungrig war. Ich wusste aber, dass er den Mantel mit den Armen geteilt hat. Das finde ich die bessere Beschreibung, dass ich für Solidarität und Gerechtigkeit in diesem Lande stehe. Ist das Titelbild des Spiegel von dieser Woche? Und damit haben Sie auch gleich schon rausgefunden, was ich so für Zeitungen lese, denn da genau fand ich auch das Wort von der Selbstüberschätzung. Dort war beschrieben die Zeit, die Sie auch gelegentlich schon selber beschrieben haben. Mitte 20 waren Sie da, da waren Sie wirklich am Boden. Es ging Ihnen nicht gut, Sie waren im Alkohol verfallen, Sie wussten nicht mehr weiter, kriegen aber die Kurve. Und kriegen die Kurve auch dadurch, so habe ich im Spiegel gelesen, weil Sie für sich erkennen, dass Sie gelegentlich zur Selbstüberschätzung neigen und dass Sie sich dann kritisch hinterfragen müssen. Haben Sie das diesmal auch getan? Ja, eindeutig. Ich habe das auch gelernt. Ich bin ein Stück vom Weg abgekommen als junger Mann. Habe übrigens das große Glück gehabt, dass Freunde und Familie mich wieder aufgerichtet haben, zu mir gestanden haben, wo ich am Boden war und eine zweite Chance bekommen habe. Es ist uns etwas, was ich glaube, was in unserer Gesellschaft überhaupt geschehen muss. Dass man weiß, dass Menschen nicht immer gerade Lebenswege haben und dass jeder eine zweite Chance verdient. Ich habe die bekommen. Ich habe aber auch in dieser Phase gelernt, dass die spintisierten Ideen, die ich hatte, die übertriebenen Ambitionen, die ich hatte, die ich nicht erreichen konnte und die mich dann frustriert haben. Und mich haben Fußballprofi zum Beispiel. Wäre nie so stark gewesen, um tatsächlich Profi zu werden. Aber erzählen Sie mal einem 17-, 18-Jährigen, sein Traum sei unrealistisch. Das habe ich gelernt, dann doch kritisch zu hinterfragen, ob das, was ich mir vorgenommen habe, realistisch ist oder nicht. Und seitdem habe ich mich eigentlich daran gehalten, relativ realistisch einzuschätzen, was ich kann und was ich nicht kann. Wenn das nicht so wäre, säßen wir heute Abend, glaube ich, nicht zusammen. Und Sie haben also jetzt für sich gesagt, dass Sie eine realistische Chance haben, Kanzler zu werden. Ja, die SPD hat den Anspruch, die stärkste Partei in diesem Lande zu werden. Und ich leite daraus ab, dass ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden möchte. Und wir haben eine realistische Chance. Sehen Sie, das wissen Sie, das wissen wir alle. Und das muss man irgendwann noch mal aussprechen. Das ist manchmal für unsere Partei schwer. Die Wählerschaft ist in Bewegung. Manche distanzieren sich von uns, gehen weg. Aber die Bindungen an Parteien insgesamt lassen nach. Und auch heute, am heutigen Tag, gibt es rund 40% von Menschen in Deutschland, die nicht entschieden haben, was sie wählen. 10%, sagen uns die Meinungsforscher der Wählerinnen und Wähler, entscheiden sie in der letzten Woche. 3% am Wahltag. Das kann eine Wahl entscheiden. Das bedeutet, alles ist möglich. Und deshalb können wir Wählerinnen und Wähler aus allen Lagern zurückgewinnen, wenn wir den Menschen klar machen, dass die hart arbeitende Mitte dieses Landes, die Menschen, die diesen Staat tragen, das Gefühl haben und spüren, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist die Partei, die vor eurer Lebensleistung den Respekt hat, dass sie den Staat so organisiert, dass er nicht für die Superreichen da ist, sondern für die hart arbeitende Mitte dieses Landes. Dann habe ich eine gute Chance, die Bundestagswahl zu gewinnen. Man muss Ihnen dann aber auch viel zutrauen. Neben den Inhalten sind Wahlen auch selbstverständlich immer Persönlichkeitswahlen. Es geht hier um eine klare Alternative. Zumindest denkt man das im Moment noch.
zwischen Angela Merkel und Martin Schulz, wie wir es seit dieser Woche wissen. Was macht Sie so sicher, dass Sie Kanzler auch wirklich können? Denn das muss man ja auch sagen, Sie haben weder eine Ministererfahrung noch eine Regierungserfahrung, die mehr wäre als diese 11 Jahre Bürgermeister der Kleinstadt Würselen bei Aachen gewesen zu sein. Das höre ich ja oft, ich hätte keine Regierungserfahrung. Das Schicksal teile ich mit Barack Obama, der hat auch keine Regierungserfahrung, als er Präsident der Vereinigten Staaten war. Ihre Kandidatur ist noch ganz... Im Übrigen, wenn Sie gestatten, fast alle Probleme, die vom Sozialamt, die vom Arbeitsamt, die vom Jugendamt, die Probleme bei den Familien, die Probleme bei den Mieten, die Probleme beim Wohnungsbau, beim Straßenverkehr, die Probleme am Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen. Wissen Sie, wo die landen am Ende? Im Rathaus. Wer die Erfahrung sammeln will, was Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag erleben, der muss in der Kommunalpolitik gearbeitet haben. Dann lernt er, was Alltagserfahrungen von Menschen sind. Das habe ich 11 Jahre als Bürgermeister gemacht. Und ich will deshalb mal ganz klar eins sagen. Das höre ich ja immer und immer wieder. Ich habe die Absicht, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, mich genau um diese Probleme zu kümmern, weil ich in meinem Bauch weiß und in meiner Erfahrung weiß, dass nicht die Debatte im Deutschen Bundestag, aber die Erfahrung im Alltag der Menschen das ist, was ein Bundeskanzler zuallererst beherzigen muss. Nun liegt es aber ja trotzdem eine Sekunde zurück. Sie waren bis 1998 Bürgermeister der Kleinstadt Würselen. Danach waren Sie ja durchaus, so empfinden es viele, abgehoben in Brüssel. Bis hin zum mächtigen Parlamentspräsidenten haben Sie es dort gebracht. Warum reklamieren Sie für sich immer noch die starke Verbundenheit zu den Menschen, etwa in Würselen, die Sie ja so lange schon nicht mehr vertreten? Ich wohne da. Ich bin da zu Hause, das ist meine Heimat. Ich wohne auch irgendwo und kenne mich trotzdem nicht mit allem aus. Ja gut, das ist dann ein Problem, bei dem ich Ihnen gerne helfen will. Also ich, ich wohne da, ich bin da zu Hause, meine Nachbarn sind genau die Leute. In meinem Viertel wohnt bei mir gegenüber mein Nachbar, ich hoffe, er verzeiht es mir, wenn ich das jetzt sage, das ist einer der führenden Feuerwehrleute bei mir in der Stadt. Warum sollte er böse sein, dass Sie das sagen? Aber er vielleicht nicht will, dass ich das hier verkünde, aber... Ja. Ich habe auf der anderen Straßenseite rechts neben mir wohnt eine junge Familie mit einem kleinen Kind. Ich habe auch in meiner Nachbarschaft Leute, die große medizinische Probleme haben. Ich erlebe mit meinen Freundinnen und Freunden in meiner unmittelbaren Umgebung, auch in meiner Familie, im Alltag, was die Menschen umtreibt. Die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um die Ausbildung der Kinder. Ich wohne da. Würselen ist von Brüssel 130 Kilometer weg. Ich fahre da häufig hin und her. Und im Übrigen, die meisten Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind am Wochenende in ihren Wahlkreisen. Wir sind da nicht andere Abgeordnete als die im Bundestag oder im Landtag auch. Die europäische Abgehobenheit, die da immer unterstellt wird, das ist manchmal so ein bisschen witzig. Da erzählen mir Leute, weißt du, 70% aller Gesetze im Deutschen Bundestag kommen aus Brüssel. Stimmt. Aber Brüsseler Politik hat nichts mit deutscher Innenpolitik zu tun. Nein, das ist schon so, wer auf der europäischen Ebene arbeitet, der macht auch nationale Politik. Und deutsche Innenpolitik ist Europapolitik, beides gehört zusammen. Interessant ist, so frisch Sie als Kanzlerkandidat uns bekannt geworden sind, so sehr haben die Menschen ausweislich einer Umfrage, die Infratest DIMAP für die ARD diese Woche gemacht hat, ein Gefühl zu Ihnen, aber kein Bild. Martin Schulz gegen Angela Merkel. Bei einer Direktwahl kämen momentan beide auf 41%, so der ARD-Deutschland-Trend von dieser Woche. Der Profilvergleich. Zwar halten mehr Befragte die Kanzlerin für kompetent, aber in Sachen Glaubwürdigkeit und Sympathie liegt Martin Schulz vorn. Allerdings, 65% der Befragten wissen nicht, für welche Politik er eigentlich steht. Heißt das, zu Ende gedacht, Herr Schulz, den größten Fehler, den Sie jetzt machen könnten, wäre inhaltlich kenntlich zu werden? Dann würden Sie möglicherweise bei den anderen Zuschreibungen was verlieren. Oder sich schlimmer noch mit der Programmatik der SPD zu belasten, die im Moment in den Umfragen für 23-24% steht? Die Themen der SPD, das wissen wir auch aus den Meinungsumfragen, sind die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen.
Und deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, konkret zu werden. Das habe ich mir ja übrigens gerade in unserem Gespräch schon die ganze Zeit getan. Mhm. Die Menschen, die in diesem Lande Busse fahren oder die Leute, die Altenpflege betreiben, die Leute, die in Krankenhäusern arbeiten oder die kleine und mittlere Unternehmen führen. Der Bäckermeister hier um die Ecke genauso wie der Polizist auf der Straße. Es sind Leute, die hart schuften müssen. Teilweise Menschen, die Paare mit zwei Einkommen in den Ballungsräumen die Miete kaum noch bezahlen können, die eine gute Ausbildung für ihre Kinder haben wollen, damit die eines Tages einen guten Job kriegen, um ein eigenständiges Leben zu führen, Familien gründen zu können. Das sind die Dinge, die die Menschen bewegen, die man mit einem würdigen Einkommen, mit einem sicheren Arbeitsplatz erzielen können. Für diese Leute da zu sein und denen zu sagen, wir wollen den Staat so organisieren, dass all diese Dinge garantiert sind, dass die Einkommen so steigen, dass man im Alter keine Angst vor Altersarmut wegen einer kleinen Rente haben muss. Das ist unsere Programmatik, dafür stehe ich und ich finde, das ist relativ konkret. Ja, das hatte ich ja auch gar nicht gesagt, dass es nicht konkret wäre, sondern ich hatte gesagt, dass die bisherige Programmatik der SPD in den Umfragen zumindest für 23-24% der Menschen attraktiv ist. Denn sonst, die haben ja eine Auswahlmöglichkeit, könnten Sie auch sagen, ich sage zu 50-70%, das ist super, was die SPD da erkannt hat, aber das hat sie doch nicht. Deshalb frage ich, könnte es für Sie zum Problem werden, je mehr Sie mit der SPD-Programmatik identifiziert werden und auch je kenntlicher Sie da werden und uns genau sagen, was Sie auf Basis dessen, was Sie analysieren, vorhaben? Nee, das glaube ich ist nicht der Fall. Sehen Sie, ich bin jetzt seit vergangenen Dienstagabend der designierte Kanzlerkandidat und seit heute bin ich der designierte Parteivorsitzende. Und wir haben in den Meinungsumfragen in der Stimmung um 8% zugelegt und auch in den Prozenten um 3%. Also wenn das jetzt jede Woche so weitergeht, dann mache ich mir um den Wahlsieg keine Sorgen. Cool. Um das mal zu sagen. Es wird nicht jede Woche so weitergehen, aber um Ihre Frage präzise zu beantworten. Das ist ja nicht so, weil die Leute sagen, ja, der Schulz hat ja nichts mit der SPD zu tun, sondern weil sie hingehen und sagen, das ist einer, der diese Programmatik, das hätte ich bei einer anderen Propaganda gesagt, der diese Programmatik vertritt, und zwar glaubwürdig vertritt, das hat man gerade in der Umfrage auch gesehen, wenn mir Glaubwürdigkeit zubilligt. Nee, die sagt, 65% sagen, sie wissen nicht, für welche Politik sie stehen. Nee, finden das, sie aber sympathisch. Ich hatte das vorher. Die Glaubwürdigkeit war 65% oder sogar 69%, wenn ich das richtig sehe. Wenn die Leute jetzt sagen, ja, der Mann ist glaubwürdig und wir identifizieren ihn mit der Programmatik der Partei, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das anhält. Haben Sie ein Gewinnerthema, ein echtes Gewinnerthema, auf das die SPD bislang nicht gekommen ist? Die Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich mache es mal einem Beispiel klar. Wenn ein Konzernchef in Deutschland einen ganzen Konzern durch seine Fehlentscheidungen zum Wanken bringt, kriegt er anschließend auch noch Boni dafür. Und wenn eine Verkäuferin durch eine kleine Verfehlung auffällt, wird sie rausgeschmissen. Dass das nicht gerecht ist, das sehen die Menschen. Und dass wir das ändern müssen, dass wir mehr Gerechtigkeit in diesem Lande brauchen. Dass die, die hart arbeiten und schuften und sich an die Regeln halten, in diesem Lande respektiert werden, dass der Staat für sie da ist. Das ist das Gewinnerthema der SPD. Ist aber nicht neu. Ist aber nicht neu, hat Sigmar Gabriel, der noch Vorsitzende der SPD, auch ganz genauso schon gesagt. Tja, was ändert das daran, dass wir für die soziale Gerechtigkeit kämpfen müssen, dass wir für den Ausgleich der Interessen in diesem Land, vor dem Respekt vor dem Individuum kämpfen müssen? Nee, das ist nicht neu. Neu ist, dass seit 20 Jahren unsere Gesellschaft von Leuten geprägt wird, die sie auseinanderdriften lassen. Nach dem Prinzip, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist auch an alle gedacht. Und wir die Auswirkungen dieses dieser zerfasernden Gesellschaft sehen, die Vereinsamung, die Vereinzelung, der Kampf jeder gegen jeden und das Gefühl des mangelnden Respekts. Man schuftet und hat doch den Eindruck, die, die nichts machen, die, die sich nicht an die Regeln halten, die ihre Steuern ins Ausland bringen am Fiskus vorbei, die kommen besser davon als ich, der sich an alle Regeln hält. Der mangelnde Respekt in der Gesellschaft, der ist schon neu. Wenn also die Wiedereinführung einer respektablen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die das Individuum in den Mittelpunkt stellt, altmodisch ist, dann ist diese Altmodigkeit die Modernität, die wir brauchen. Und genau dafür will ich kämpfen. Das hatte ich nicht gemeint, dass es altmodisch wäre, sondern ich hatte weiter nachgefragt, was neu ist, was bislang mit der SPD nicht verbunden wurde. Denn in den 20 Jahren, wie lange war denn da die SPD an der Macht?
Das, wir regieren in diesem Land seit, ja, das ist eine berechtigte. Mit der Ausnahme von 4 Jahren waren Sie eben die ganze Zeit irgendwie am Drücker. Und deshalb hätte es auch dazu führen können, dass man gesagt hat, wow, die SPD ordnet diese Gesellschaft in einer, von mir aus, ich nehme Ihr Wort, gerechten Art und Weise. Mhm. Wir haben in den Jahren zwischen 1998 und 2005 diese Gesellschaft reformiert in einer Art und Weise wie nie zuvor. Seit 2005 regiert die SPD bisweilen mit, das stimmt. Aber wir haben eine unionsgeführte Bundesregierung zwischen 2005 und 2009. Zwischen 2009 und 2013 eine schwarz-gelbe Koalition. Ja. Wir haben seit 2013 eine große Koalition erneut. Und es ist ganz eindeutig, können Sie vom Mindestlohn bis zur Wohnbauförderung durchgehen. Das sind alles sozialdemokratische Projekte, die weiter wären, wenn wir die Regierung führen würden. Deshalb, Sie haben recht, wir regieren mit. Aber wir könnten dieses Land bei weitem moderner, bei weitem sozial gerechter machen, wenn wir die führende Regierungspartei sind. Deshalb mein Anspruch heute, wir wollen die führende Kraft in diesem Lande werden. Hören wir mal rein, was Sie heute gesagt haben, als Sie im Willy-Brandt-Haus aufgetreten sind und da einen ersten Entwurf gegeben haben dessen, was Sie vorhaben in den, wie Sie meinen, nächsten 4 Jahren. Was daran, Herr Schulz, ist so neu und so sehr auch Schulz, dass Sigmar Gabriel damit nicht genauso gut auch hätte antreten können? Ich glaube, dass ich heute versucht habe, ziemlich präzise zu formulieren, wofür ich selbst stehe. Der Tag heute war ja auch eine Antwort auf die Frage, die Sie eben gestellt haben. Wofür steht der Mann? Und ich habe versucht, ziemlich präzise zu sagen, was meine Ziele sind. Nehmen wir das Beispiel der Steuerflucht. Mhm. Ich komme noch mal auf die europäische Ebene zurück. Die Schätzungen, die uns dort vorgelegt wurden, waren 2.000 Milliarden Euro gehen in den Mitgliedstaaten der EU jährlich am Fiskus vorbei durch Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Steuerflucht. Mhm. Wir brauchen ein europäisches Steuersystem. Dazu kann die Bundesrepublik Deutschland beitragen. Nehmen Sie die wachsende Kriminalität, die Alltagskriminalität. Nehmen Sie die Einbruchsdiebstähle oder den Vandalismus, der die Menschen verunsichert und wo Leute Angst haben. Ich habe Verständnis für diese Angst von Menschen. Und wenn wir jetzt 20 Jahre erlebt haben, dass Leute uns gesagt haben, der schlanke Staat, Privatstadtstaat und die Polizei ausgeblutet haben, dann ist es heute schwieriger, die Kriminalität zu bekämpfen, als wenn wir mehr Polizisten auf den Straßen hätten. Das habe ich heute klar gesagt. Und wer sich in diesem Land nicht an die Regeln hält, der muss auch die Antwort des Staates bekommen. Das gilt übrigens für Steuerflüchtlinge genauso wie für Leute, die auf einem Bahnhofsvorplatz unsere Frauen angreifen. Wer sich in diesem Land nicht an die Regeln hält, der muss daran erinnert werden, dass er sich an die Regeln zu halten hat. Ich glaube, das sind sehr präzise Aussagen, wenn ich noch mal eins sagen darf. Neu daran ist, passen. Weil ich hatte ja gefragt, was daran ist so sehr Schulz, dass es Sigmar Gabriel nicht genauso hätte vertreten können. Sigmar Gabriel teilt diese Auffassung, aber Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass ich ein ziemlich ausgesprochen Klartextredender Mann bin. Und genau das will ich auch weiter tun. Es hat ja keinen Zweck, dass wir in der Politik so um den heißen Brei rumreden. Ich versuche, die Probleme, die wir haben, beim Namen zu nennen, in einer Sprache, von der ich den Eindruck habe, dass die Menschen das verstehen. Vielleicht ist das neu in der deutschen Politik. Sind Sie dann gefühlt der bessere Kandidat, als dass Sie faktisch der bessere wären? Das ist eine schöne Frage. Meine Antwort darauf ist, ich bin sowohl gefühlt als auch faktisch der bessere Kandidat. Na gut. Herr Schulz, wir lernen auch über Sie, das wusste man aber auch schon, dass Sie echt viel lesen. Ich würde Sie bitten, ob Sie für uns mal was vorlesen könnten. Das ist ein Auszug aus dem Interview, das Sigmar Gabriel dem Stern gegeben hat, das wir in dieser Woche mit großem Interesse gelesen haben. Und er wird da gefragt, wie er sich erklärt, dass die SPD in Umfragen nur bei 20-23% liegt. Und er gibt dann, wie ich finde, eine ganz interessante Analyse der Lage in Deutschland. Ich soll das jetzt vorlesen. Das würde mich freuen. Danke. Ganzer Text. Ja, so viel ist auch nicht. Vor allem die wachsende Verunsicherung durch die Flüchtlingszuwanderung hat auch die SPD getroffen. Ein Teil unserer Wähler ist sogar zur AfD gewechselt. Unser Land fällt ja wirklich immer mehr auseinander. Nicht nur in Arm und Reich, auch in Stadt und Land. In den Großstädten fehlt es an bezahlbaren Wohnungen. Und auf dem Land gibt es häufig nicht mal mehr eine Bushaltestelle, keine Grundschulen, keinen Supermarkt, keinen Arzt und keine Apotheke.
Die Menschen fühlen sich doch im Stich gelassen. Nicht wenige Menschen empfinden einen immer größeren Druck und sind von der Politik enttäuscht. Auch von sozialdemokratischer Politik. Quelle Stern, 25. Januar 2017. Und hat er in der Analyse der Lage recht? In vielen Punkten ja. Das ist Ihre Ausgangslage, auf die Sie eine erfolgreiche Kandidatur aufbauen müssten? Es ist die Ausgangslage, die nicht nur meine Kandidatur betrifft, sondern die Lage in unserem Lande betrifft. Das ist ja eine Analyse auch der Lage im Lande. Absolut. Und zeigt, dass es viele Ungerechtigkeiten, dass es viele Unzuträglichkeiten und Defizite im Lande gibt. Und darauf muss die SPD eine Antwort finden, ganz klar. Und das, was wir ja heute diskutiert haben, was ich in meiner Rede ja versucht habe zu sagen, ist, dass wir das endlich auch aussprechen. Das hat ja keinen Zweck, ich wiederhole das nochmal, dass wir um den heißen Brei rumreden. Das sind Probleme, die real existieren. Und die Menschen fragen danach, wisst ihr das? Nehmt ihr das zur Kenntnis? Packt ihr das an? Und das möchte ich tun. Und das ist meine Botschaft für diesen Wahlkampf. Wir nehmen diese Sorgen ernst. Das Stadt-Land-Gefälle zum Beispiel ein ganz großes Problem. Das hat er gut beschrieben. Mhm. Und dass Menschen aus Verzweiflung manchmal auch den Rechtsextremen hinterherlaufen, mache ich nicht diesen Menschen zum Vorwurf, sondern ich will, dass wir sie zurückgewinnen, indem sie uns, den demokratischen Kräften, wieder vertrauen. Dann müssen wir ihnen aber auch die Lösungen liefern. Liegt das Land denn wirklich so am Boden, so düster, wie Sigmar Gabriel das in diesem Auszug zumindest zeichnet? Und wenn es so ist, sind die Menschen dann auch von der sozialdemokratischen Politik zu Recht so enttäuscht? Es liegt nicht überall so am Boden, aber es gibt Regionen, in denen ist es richtig dramatisch. Und es gibt noch einmal in breiten Bevölkerungsschichten schon, auch in der Mitte der Gesellschaft, die Situation, dass wenn sie in Ballungsräumen leben, Paare mit zwei Einkommen so gerade über die Runden kommen. Es gibt die Situation, dass auch in Großstädten, genauso wie auf dem Land, ein Gefühl von tiefer Unsicherheit herrscht. Und das muss man annehmen. Das muss man auch selbst erspüren, um dagegen zu halten. Und klar, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist aufgerufen, diese Sorgen ernst zu nehmen. Ich bin da ganz offen. Sicher haben wir auch nicht immer alle die richtigen Antennen und richtigen Sensoren. Aber es geht ja darum, dass wir den Menschen sagen, wir haben verstanden, wir begreifen und wir gehen auf euch zu. Wir nehmen eure Sorgen nicht nur im Kopf, sondern auch gefühlsmäßig wahr. Deshalb Ihre Frage, die Sie eben über mich gestellt haben. Ja, natürlich bin ich auch jemand, wo die Leute sagen, wir wissen, dass das ein Typ mit Gefühl ist. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass ein noch so präzises Argument die Menschen nicht erreicht, sondern dass sie eher spüren müssen, der Typ versteht, wie es uns geht. Genau darum geht es mir, dass die Menschen das Vertrauen gewinnen, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die in Würseln wohnen. Das mag vielleicht eine kleine Stadt sein, meine Heimat ist, aber wo die Alltagsprobleme so fokussiert erfahrbar wären, und werden, dass jemand, der da lebt, die Sorgen der überwältigenden Mehrheit der Menschen kennt, sie mit in ein Kanzleramt nimmt und dann die Macht nutzt, um das Land zu verbessern und das Leben dieser Menschen. Das ist vielleicht ganz neu in diesem Land. Und genau das will ich ganz neu auch machen. Dazu müssten Sie aber immer die Ausgangslage analysieren, damit Sie wissen, was das taugliche Mittel und das gute Prinzip wäre, um darauf zu reagieren. Was läuft bislang oder lief bislang grundsätzlich falsch in der reichlich ausgelaugten Beziehung Wähler-Sozialdemokratie, Ihrer Analyse? So ausgelaugt war sie ja nun auch wieder nicht. Wir haben schon auch in den letzten Jahren in einigen Ländern gute Wahlerfolge erzielt. Nehmen Sie mal Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Eine sehr glaubwürdige Frau, eine Frau, die zum Beispiel bei der gesamten Flüchtlingsdebatte eine sehr, sehr klare Linie gefahren hat. Wir nehmen die Leute auf, aber wir nehmen auch unser Geld in die Hand, um den Städten und Gemeinden, denn das sind ja die, die die Hauptlast bei der Flüchtlingspolitik tragen müssen, so auszustatten, dass sie das Problem auch meistern können. Die zu den Bürgerinitiativen gegangen ist, zu den Nachbarschaftsinitiativen. Der unmittelbare Dialog, das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker zu den Menschen gehen, ist zum Beispiel durch eine Frau wie Malu Dreyer sehr repräsentiert worden. Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen macht das ähnlich. Ich glaube, dass wir in den Kommunen, in den Ländern
eine Menge glaubwürdiger Politikerinnen und Politiker haben. Dass sich das auf der Bundesebene bis dato nicht so transportiert hat, das stimmt. Aber das werden wir ändern. Nun wollen Sie ja im März auch Vorsitzender der SPD werden. Was machen Sie dann mit Ihrer SPD? Wollen Sie sie grundsätzlich neu aufstellen? Etwa, das war jetzt einer Ihrer Punkte, in Richtung mehr Menschennähe, mehr Bürgernähe. Aber ich glaube, das hatte auch schon Kurt Beck genauso. Wollen Sie sie also grundsätzlich neu aufstellen? Wollen Sie sie kernsanieren oder wollen Sie sie nur renovieren und in einmal Farbe reinwerfen? Und das war's dann. Wir haben es schwer miteinander heute Abend. Also nochmal, die SPD ist 150 Jahre alt, die muss nicht kernsaniert werden. Die Partei besteht seit 150 Jahren als Bollwerk der Demokratie in diesem Lande. Das ist unsere Kernaufgabe. Der Respekt vor dem einzelnen Menschen, vor dem Individuum ist seit 150 Jahren unsere Kernaufgabe. Da stehen wir zu. Ich muss die SPD nicht erneuern. Im Gegenteil. Was ich erneuern muss, ist die Kampfkraft der SPD gegen die Demokratiefeinde. Wir werden einen Wahlkampf erleben, in dem Leute in den Deutschen Bundestag gewählt werden, die das Holocaust-Denkmal als ein Schandmal bezeichnen. Da werden Leute in den Bundestag gewählt, die verehren die Führerin der Front National, Marine Le Pen. Front National, französischer Begriff, heißt auf Deutsch Nationale Front. Mhm. Die Nationale Front hatten wir in Deutschland schon mal, wohin der Ultranationalismus uns führt. Das haben Sozialdemokraten gefoltert, ermordet, erdulden müssen. Das weiß Deutschland. Deshalb eine Hauptaufgabe der Sozialdemokratischen Partei ist, Bollwerk der Demokratie zu sein und den Demokratiefeinden von extrem rechts den Kampf anzusagen. Da muss ich nichts erneuern. Da stehen wir in der besten Tradition der deutschen Demokratie. Aber auch wenn Sie jetzt möglicherweise wieder sagen, wir hätten schwer miteinander, ich empfinde es gar nicht so, Sie müssten den ein oder anderen Wähler und die ein oder andere Wählerin selbstverständlich zurückgewinnen, denn das wissen Sie auch genauso gut wie ich, die der SPD verloren gegangen sind. Zum Beispiel, und das ist unser Beispiel, in Essen-Altendorf. Wie Ihnen das passieren, Ihnen und Ihrer SPD, dass die Essener, auch Frau Maaßen, die SPD nicht mehr als bodenständig empfinden, auch nicht mehr als die natürliche Partei der Arbeiter oder wie man heute sagt, der Arbeitnehmer? Das bewegt mich sehr. Ich treffe viele dieser Wählerinnen und Wähler, die mir das sagen. Und ich glaube, dass wir das sehr ernst nehmen müssen. Das Gefühl von Menschen, dass wir als Partei, obwohl, wenn ich einsteigen würde in die Details, wir wahrscheinlich sagen würden, das stimmt teilweise und teilweise stimmt es nicht, aber das Gefühl, darüber haben wir eben schon mal geredet, die sind nicht mehr für uns da. Wenn wir denen in die Augen schauen, das ist nicht mehr unsere Partei. Das kann ich ja nicht aus der Welt schaffen. Das Gefühl ist ja bei diesen Menschen da. Und das muss ich ernst nehmen, das müssen wir alle. Das müssen alle Mitglieder der SPD ernst nehmen. Und deshalb sage ich noch mal, wir müssen, auch wenn das vielleicht unmodern klingt, sagen, die traditionellen Werte der SPD, die damals dazu geführt haben, dass die Leute uns wählten, der Respekt vor dem Einzelnen, der Kampf dafür, dass jeder einzelne Mann, jede einzelne Frau, jedes einzelne Kind ein würdiges Leben führen kann, das muss glaubwürdig von Sozialdemokraten repräsentiert werden. Glaubwürdig heißt, wir müssen dann auch liefern. Wenn jemand 1.580 Euro in Essen brutto verdient, ich weiß nicht, wie viel das netto ist, vielleicht 1.100, kommt hin. Dann kann man in Essen wahrscheinlich damit nur noch knapp über die Runden kommen. Ich weiß nicht, bei welchem Unternehmen die Dame beschäftigt ist. Möglicherweise eins, das an der Börse notiert ist und dicke Profite macht. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir eben... Die zahlen ganz normalen Tariflohn. Dann sind wir bei dem Thema, das wir eben hatten, bei der Gerechtigkeit. Diese Tariflöhne sind zu niedrig. Diese Tariflöhne führen im Alter zu Renten, die Altersarmut bedeuten. Nochmal, wir zahlen riesige Boni an Unternehmensführer und wir haben eine Einkommenspolitik, auch im Tarifbereich, die nicht dafür reicht, dass die Menschen im Alter würdig leben können und gar nicht in ihrem Alltag. Deshalb noch mal, Lohnzuwachs, bessere Einkommen, sichere Jobs, keine prekären Jobs, dafür zu kämpfen, ist traditionelle Aufgabe der SPD. Wenn die Leute mir abnehmen, dass ich zu denen gehöre, denen sie vertrauen, wenn die mir einen Vertrauensvorschuss geben, wenn diese Dame mir sagt,
Schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, ich bin der Mann, der die SPD wieder zur Partei der Gerechtigkeit, gerade für diejenigen, die Schutz in dieser Gesellschaft brauchen, macht. Dann sage ich dieser Frau, schau mir in die Augen, ich bin der Mann und gib mir diesen Vertrauensvorschuss. Machen wir das doch glatt mal. Wir begrüßen Frau Maaßen bei uns. Frau Maaßen, vertrauen Sie diesem Mann, wenn Sie ihm tief in die Augen schauen, dass er Ihnen konkret was anzubieten hat, Ihnen helfen kann, Sie möglicherweise wieder rückmotiviert in die SPD einzutreten? Also zuerst möchte ich einmal sagen, als Mensch sind Sie mir wesentlich sympathischer als der Herr Gabriel. Was aber leider nicht dazu führt, dass ich Ihnen jetzt so ohne weiteres glaube. Dafür sind wir zu oft, haben wir Versprechungen gemacht worden, die nicht gehalten worden sind. Erst vor kurzem hat Frau Nahles bei uns auf der Branchenkonferenz gesagt, wir möchten gerne, dass die Tarifverträge verbindlich erklärt werden. Da hat sie gesagt, sie sieht da einen dringenden Handlungsbedarf. Was ist passiert? Gar nichts. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales könnte das machen. Die kann die Unverbindlichkeitserklärung abgeben, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Bei einer Branche von 3 Millionen Mitarbeitern, wo überwiegend Frauen sind und überwiegend Teilzeit, ganz ehrlich, das ist im öffentlichen Interesse. Und ich bin der Meinung, es müssen erstmal Taten folgen, bevor ich Versprechungen noch mal glauben kann. Und ich denke, da geht es vielen, vielen auch so. Kann ich alles verstehen? Ich verstehe auch die Skepsis. Nur, wir sind der Juniorpartner einer Regierung, in der ein Koalitionspartner sitzt, mit dem wir klarkommen müssen. Wir haben keine Mehrheit in diesem Lande. Und deshalb ganz klar, ich habe ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, auch bei meiner Rede heute, wir wollen dieses Land führen. Das heißt im Klartext, wir wollen die stärkste Regierungspartei werden. Und wer dann mit uns koalieren will, der sollte sich dann an unserem Programm orientieren. Ich glaube, wenn wir uns über mein Programm unterhalten, werden wir uns relativ schnell einig. Aber ich kann es auch nur dann umsetzen, wenn ich eine Mehrheit habe. Und deshalb würde ich Sie um Ihre Stimme bitten als einen Vertrauensvorschuss. Ja, und das ist das Problem mit dem Vertrauensvorschuss. Es ist verdammt schwer, wenn man jahrelang wirklich fast verraten wird. Also ich habe wirklich mal dran geglaubt, auch an die alten Werte. Nur die alten Werte hat die SPD nicht mehr, in meinen Augen. Und ich wäre bereit, mit Sicherheit irgendwann wieder darüber nachzudenken. Aber ich kann diesen Vertrauensvorschuss nicht geben. Ich muss sehen, dass es wirklich auch passiert. Hm. Und ich denke, da geht es vielen auch so. Ja. Also es wird für Sie schwer, diesen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Das kann ich verstehen, aber ich will das noch mal sagen. Der Vertrauensvorschuss ist ja ein Vorschuss auf das, was kommt. Mhm. Und jetzt sagen Sie, Sie müssen erst liefern, dann wähle ich dich. Das kann ich auch verstehen, aber da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie nicht wollen, dass Angela Merkel weiterhin 4 Jahre dieses Land regiert, wenn Sie eine soziale Erneuerung auch in Ihren Bereichen wollen, dann müssen Sie schon den Mut aufbringen, diesen Vorschuss zu geben. Und das würde ich Ihnen ganz gerne sagen. Wir sind uns in einem Punkt einig. In diesem Land geht es nicht gerecht so. Wenn wir aber eine Mehrheit für soziale Gerechtigkeit haben wollen, dann müssen Sie die Partei, die dafür steht, auch wählen. Und wir haben ja eben gesagt, jetzt sitzen wir hier so ein bisschen auf Distanz, wir müssten uns tief in die Augen schauen. Also, auf die Distanz in die Augen geschaut. Ich glaube, dass mit dem, was ich eben gesagt habe, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Partei, deren Vorsitzender ich werden will, die Partei derjenigen ist, der hart arbeitenden Mitte dieses Landes, die mit ihrer Kraft, mit ihrer Arbeitskraft respektiert werden muss, die Einkommen erzielen muss, aus denen man ein würdiges Leben führen kann, dann muss ich einfach dafür werben, das tue ich hier, dass diese Partei gestärkt wird und bitte Sie einfach darum, darüber nachzudenken und so stark zu machen, dass wenn ich meine Versprechen hinterher nicht halte, Sie mich abstrafen können. Aber Sie können mir nur dann eine Chance geben, wenn Sie mir Ihre Stimme geben und darum würde ich Sie bitten. Aber dazu müssen Sie, Herr Schulz, dieses Versprechen auch konkretisieren. Dann wüsste ja auch Frau Maaßen, wüssten alle anderen, woran Sie sich später messen können. Sie haben ein Steuerungsinstrument in der Hand, um zu sagen, Frauen wie Frau Maaßen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die sie vertritt als Gewerkschafterin, könnten mehr verdienen, wenn man etwa den Mindestlohn höher setzen würde. Sind Sie dazu bereit? Und haben Sie da eine konkrete Vorstellung, an die
Frau, maßen Sie dann später? Ja, wir sind mit dem Mindestlohn, wir haben ihn ja überhaupt eingeführt. Bundesrepublik Deutschland war ein Land, das keinen Mindestlohn hatte. Und dass wir bei den heutigen Mindestlöhnen nicht stehen bleiben können, das ist ja etwas, was ich gerade versucht habe zu sagen. Und dass wir in der Tarifpolitik... Und wie hoch muss der Mindestlohn dann werden, Herr Schulz? Der Mindestlohn ist, den wir jetzt eingeführt haben, ein Beginn. Dass wir weitergehen müssen... Legen Sie mich nicht auf eine Zahl fest, weil ich mich heute nicht auf eine Zahl festlegen kann. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie wollten sich an den Versprechungen messen lassen. Das tue ich gerade. Deshalb kann ich keine Versprechung heute machen, wo ich nach einer Koalitionsverhandlung sagen muss, ich kann es doch nicht einhalten. Dann würde Frau Maaßen zu Recht wieder kommen und sagen, hast mir was versprochen, was du nicht halten kannst. Also, ich mache Aber Sie so. Haben ihr gesagt, Sie sollen erstmal die SPD wählen, damit Sie einlösen können, was Sie Frau Maaßen und anderen versprechen wollen. Deshalb da, winden Sie sich jetzt gerade so ein bisschen raus und sagen, nee, mal abwarten, wie es dann nachher aussieht. Ich mache Ihnen noch mal, um das an Zahlen festzumachen. Kleine Unterbrechung bitte, Frau Will. Gut. Wenn ich jetzt mit Frau Maaßen diskutiere, unmittelbar, ja, und mit einer Wählerin versuche, sie zu überzeugen, und da habe ich Anne Will dazwischen sitzen, die mir nach jedem dritten Wort ins Wort fällt, da habe ich nicht die Chance, die Frau zu überfallen. Also nochmal, der Mindestlohn, den wir zu überzeugen, nicht zu überfallen, Entschuldigung, Frau Maaßen will sie nicht überfallen. Nochmal, der Mindestlohn, den wir eingeführt haben, ist ein Mindestlohn. Und dass er gesteigert werden muss, ist völlig klar. Und dass ich mich hier nicht heute auf eine Zahl festlege, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mutig bin, sondern dass ich sage, wir werden stufenweise vorgehen. Für Sie ist die Mindestlohndebatte eine Debatte. Die Tarifdebatte in Ihrem Bereich ist die viel wichtigere Debatte. Und dass wir bei Ihnen in den Tarifen, vor allen Dingen durch eine Stärkung der Gewerkschaften in diesem Bereich, soweit ich weiß, in Ihrem Unternehmen gibt es einen hohen Organisationsgrad. In vielen Bereichen des Einzelhandels gibt es den nicht. Ich habe heute erklärt, das Bündnis von SPD und Gewerkschaften, damit wir bei den Tarifverhandlungen wieder stark werden, damit Unternehmen, die hohe Profite machen, nicht nur den Shareholder Value im Auge haben, sondern auch endlich zu einer Lohnpolitik, zu einer Tarifpolitik kommen, die der harten Arbeit entspricht, das ist genauso wichtig. Und das kann ich umso stärker, wenn ich der Führer der stärkeren Partei in Deutschland bin und ich ständig mit einer anderen Partei Konzessionen machen muss, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist doch die Realität, in der wir leben. Deshalb nochmal, wir werden am Ende diese Regierung nur ablösen können und für sozialen Fortschritt in Deutschland sorgen können, wenn die SPD die stärkste Regierungspartei ist. Deshalb nochmal, geben Sie mir den Vertrauensvorschuss. Sie werden aber, Herr Schulz, Sie werden Partner brauchen. Mindestens zwei Partner, wenn nicht drei, um Angela Merkel schlagen zu können. Schließen Sie eigentlich irgendeine Koalition aus? Eine mit den Rechtsextremen in diesem Land in jedem Fall. Was ist mit der großen Koalition? Wir werden den Anspruch erheben, das sage ich in aller Klarheit, stärkste Partei in diesem Lande zu werden. Wer danach mit uns koalieren will, der muss auf uns zukommen, um zum Beispiel Dinge zu regeln, wie wir sie gerade diskutiert haben. Also Rot-Rot-Grün wäre für Sie vorstellbar? Diejenigen, die mit uns koalieren wollen, müssen auf uns zukommen. Aber mein Ziel ist zunächst mal, die stärkste Partei in diesem Lande zu werden. Ich weiß, dass das so spaßhaft ist, immer zu koalieren, immer diese Koalitionsdebatten zu führen. Für die SPD geht es darum, das zeigten ihre ganzen Fragen bisher, stärkste Partei in diesem Lande zunächst mal zu werden. Und wir sind uns einig, da habe ich zunächst mal eine Menge mit zu tun. Das werden wir erreichen und danach, wer dann unser Programm mit uns umsetzen will, der soll auf uns zukommen. Ja, Sie sagen, das sei spaßig, wenn man danach fragt, was einen erwartet. Ich als Wählerin würde das gerne wissen, was ich bekomme, wenn ich Sie wähle und nicht dafür garantieren kann, was mein Nachbar wählt. Also würde ich gerne wissen, welche Koalition wären Sie bereit einzugehen? Deshalb hatte ich gefragt, Rot-Rot-Grün, wären Sie dazu bereit? Die Koalition, die dafür sorgt, dass wir in diesem Land soziale Gerechtigkeit herstellen, dass Frauen wie Frau Maaßen ein anständiges und würdiges Leben leben können, mit einem Einkommen, das ihr die Altersarmut erspart, dass Männer und Frauen, die zwei Einkommen erzielen, aber die Miete nicht bezahlen können, entlastet werden, indem wir eine Mietpreisbremse einführen, indem wir sozialen Wohnungsbau fördern. Parteien, die uns dabei unterstützen wollen, dass es eine Gebührenfreiheit vom Kita bis zur Universität gibt. Parteien, die uns dabei unterstützen wollen, dass wir die Europäische Union stark machen, weil der Binnenmarkt der EU die Wirtschaftskraft Deutschlands darstellt.
Parteien, die uns dabei unterstützen wollen, dass wir Frieden in der Welt herstellen, durch Deutschland in Europa und durch Europa in der Welt, die sind herzlich willkommen, in eine Koalition unter der Führung der SPD einzutreten. Der letzte Punkt hat möglicherweise gegen eine Koalition mit der Linkspartei gesprochen, oder? Die Parteien, die bereit sind, nach einer Bundestagswahl unter Führung der SPD eine solche Bundesregierung zu bilden, sind eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren. Wo ist Angela Merkel verwundbar? Und es ist an diesen Parteien zu klären, ob sie das mit uns tun wollen. Habe ich verstanden. Wo ist Angela Merkel verwundbar? Bei der CSU. Eine Partei, die ihre Bundeskanzlerin nicht mal bis heute nominiert hat. Eine Partei, die den größten Gegner der deutschen Solidarität in der Migrationspolitik, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der jede Solidarität mit Deutschland konsequent verweigert, einlädt und auf ihren Parteitagen reden lässt und bejubelt. Verletzt übrigens die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und stellt sich gegen Angela Merkel. Sie haben heute gesagt, ein taktisches Aufsichtfahren und Herumlavieren sei einfach zu wenig. Heute in der Rede im Willy-Brandt-Haus haben Sie das gesagt und haben außerdem gesagt, ein Bundeskanzler brauche dringend Empathie. War das auf Angela Merkel gemünzt und Sie meinen, das fehlte ihr? Nein, das war vor allen Dingen auf mich gemünzt. Ich glaube, dass man, denken wir noch mal an Frau Maaßen, denken wir an die Wählerinnen und Wähler, die auf kritische Distanz zu uns gegangen sind, das vielleicht auch deshalb getan haben, weil sie das Gefühl haben, die Sozialdemokraten empfinden nicht das, was wir empfinden. Sind vielleicht zu technokratisch, sind zu weit von uns weg. Nein, ich glaube, dass ein glaubwürdiger Politiker, eine glaubwürdige Politikerin vermitteln muss, dass die Sorge, die Furcht, die schlaflose Nacht, die Angst vor der Zukunft nicht etwas Fremdes ist, sondern etwas, was man empathisch selbst nachvollziehen kann. Nur dann ist ein Politiker in der Lage, auch tatsächlich so zu handeln, dass die Menschen, für die er handeln will, das bekommen, was sie brauchen. Man muss es spüren können, im Bauch. Es reicht nicht, dass wir immer nur im Kopf die Probleme lösen. Wir müssen auch empfinden, was das bedeutet, wenn man Angst um die eigenen Kinder hat, Angst um den eigenen Job, wenn man Angst um die Sicherheit hat. Das kommt mir in der Politik zu kurz. Und deshalb war der Satz auf mich bezogen. Ich möchte ein Politiker sein, von dem die Menschen wissen, die Sorgen, die wir haben, die hat er auch und die kann er nachvollziehen. Merkel gegen Schulz, das ist die Paarung der nächsten Monate. Aber ist es eine wirkliche Alternative für Deutschland gegen Herr Schulz? Warum sollten die Menschen dann Martin Schulz und nicht das Original wählen? Ja, das Original sind ja wir. Dass Angela Merkel sozialdemokratisiert ist, das weiß ja jeder. Das Problem ist nur, die CDU und die CSU sind es, weiß Gott nicht. Und dass wir diese Art von Doppelstrategie, dass Angela Merkel ja eigentlich die geschäftsführende Vorsitzende einer sozialdemokratisch geführten Regierung ist. Auf der anderen Seite aber in der Flüchtlingspolitik die CSU Herrn Orban empfängt, dieses Doppelspiel zu demaskieren. Man kann ja nicht auf Dauer mit CDU und CSU für und gegen Angela Merkel operieren. Das wird nie gehen. Und deshalb, wenn das Original gewählt werden muss, dann bin ich es. Wo ist der entscheidende Unterschied aber, der fundamentale inhaltliche Unterschied zwischen Ihnen und Angela Merkel, wenn sich die Menschen da entscheiden wollen? Nein, ich glaube schon, dass Frau Merkel in der Flüchtlingspolitik als Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland das getan hat, was Deutschland tun musste. Mhm. Als größtes Mitgliedsland der EU diese europäische Herausforderung zuvorderst zu schultern und zu managen. Aber eins ist auch klar, die Bundesrepublik Deutschland wird das nicht jedes Jahr und vor allen Dingen nicht alleine können. Und deshalb will ich eins ganz klar sagen, Solidarität in Europa ist keine Einbahnstraße. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein solidarisches Land. Wenn Länder sich im Europa bedroht fühlen, dann verhängen wir Sanktionen. Das macht Deutschland. Wenn Länder, das ist eins Länder, zu eins Angela Merkels Politik. Ja, wenn Länder aus dem EU-Haushalt enorme Summen für die Agrarpolitik bekommen oder für die Regionalentwicklung, für die Strukturförderung, dann sind wir solidarisch. Mhm. Und wenn in Europa Solidarität so verstanden wird, dass manche Länder sagen, für die Regionalpolitik, für die Strukturfonds und für die Bedrohung aus dem Osten, Solidarität ja bitte, aber wenn es um Flüchtlinge geht, Solidarität nein danke, dann will ich eins sagen, ein zukünftiger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland muss dann auch ganz klar
die Finanzpolitik und Haushaltspolitik der Europäischen Union mit der Solidarität in der Flüchtlingspolitik verbinden. Und das werde ich als Bundeskanzler tun. Also da wäre ein Unterschied. Sie würden die osteuropäischen Staaten, die sich der Verteilung der Flüchtlinge verweigern, bestrafen. Es sind ja nicht nur die osteuropäischen Staaten. Es sind zurzeit 5, 6 Staaten in der EU, die die Flüchtlingspolitik alleine meistern. Und das ist auf Dauer so nicht hinnehmbar. Deshalb ja. Ich würde schon in aller Klarheit sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn wir solidarisch sind, kann man uns in der Flüchtlingspolitik europäisch nicht alleine im Regen stehen lassen. Was hätte ein Bundeskanzler Scholz gestern Donald Trump am Telefon gesagt, als er erfuhr davon, dass der dieses Dekret erlassen hat, wonach Muslime und Flüchtlinge aus 7 Staaten nicht mehr einreisen dürfen in die USA? Dass die Grundrechtecharta der Vereinten Nationen, das internationale Völkerrecht, auch für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gelten, das hätte ich ihm am Telefon gesagt. Wären Sie laut geworden? Wären Sie wütend geworden? Naja, ich weiß ja nicht, wie der mit mir geredet hätte. Also das kommt drauf an. Ich glaube, Donald Trump hat so einen eigenen Sprachstil. Aber seien wir mal ganz ehrlich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika schon in der ersten Woche seiner Amtszeit von einem Gericht in New York gestoppt werden muss, zeigt ja, was da los ist. Ich würde einem Präsidenten der USA, der mit der Abrissbirne durch unsere Grundwerteordnung läuft, schon in aller Klarheit sagen, wir respektieren, dass du ein frei gewählter Präsident der USA bist. Aber wir erwarten auch, dass du die elementaren Grundwerte der westlichen Wertegemeinschaft respektierst. Das kann man, glaube ich, als Freunde auf gleicher Augenhöhe sagen. Ich will noch mal an Gerhard Schröder erinnern. Als George Bush, der ja im Verhältnis zu Donald Trump schon fast ein Liberaler war, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg befohlen hat, hat ein deutscher Bundeskanzler ihm gesagt, nein. Und deshalb kann man Donald Trump sehr wohl auf gleicher Augenhöhe sagen, euer konservatives, radikales, Menschen- und Frauen, vor allen Dingen frauenverachtendes Weltbild ist nicht das Weltbild, das wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und euer Wahlkampfstil ist schon mal gar nicht unser Wahlkampfstil. Ich suche ja nach den Unterschieden. Dann glaube ich jetzt verstanden zu haben, dass Sie schärfer formulieren als Angela Merkel. Noch ein Unterschied, der vielleicht eintreten können. Die SPD hat eine andere Haltung zu Russland, zumindest bei manch einen ihrer Vertreter. Werden Sie dem russischen Präsidenten in der Frage der Sanktionen entgegenkommen, ihn daraus entlassen? Die Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden sind, sind wegen der Ostukraine verhängt worden. Und da gibt es das sogenannte Minsker Abkommen. Und die Russische Föderation und ihre Regierung unter Führung von Herrn Putin hat sich verpflichtet, dieses Minsker Abkommen umzusetzen. Wenn das umgesetzt wird, können die Sanktionen aufgehoben werden. Bis jetzt ist es nicht vollständig umgesetzt. Also im internationalen Recht muss man sich an Vereinbarungen halten. In dem Moment, wo Russland das Minsker Abkommen umsetzt, können auch die Sanktionen aufgehoben werden. Das ist wieder exakt das, was Frau Merkel auch sagen würde und Ursula von der Leyen vergangene Woche gerade erst in der Sendung gesagt hat. Also kein Unterschied. Ja, Dinge werden ja nicht dadurch falsch, dass Angela Merkel sie jetzt sagt. Also das ist ja, aber Sie verstehen ja unseren Impuls, dass wir rauskriegen wollen, wo sind denn die Unterschiede zwischen Ihnen und ihr. Wir sind ziemlich am Ende der Sendung. Ich würde gerne mit einer Frage noch abschließen und damit schließe ich den Bogen zum Anfang zu der Frage, was haben Sie sich überlegt und warum haben Sie so entschlossen zugegriffen? Sie wissen, wie Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück aus den zurückliegenden Kandidaturen der Kanzlerkandidaten der SPD hervorgegangen sind. Die können durchaus, und das haben sie auch getan, ein echtes Lied davon singen, was das für ein Höllenritt war, diese Kandidatur, und wie verletzend die Niederlage war. Haben Sie davor keine Angst? Doch, klar. Natürlich macht man sich auch Gedanken darüber, was passiert, wenn du verlierst. Aber sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn du startest in so einen Höllenritt und denkst daran, was passiert, wenn du verlierst, da brauchst du jetzt gar nicht zu starten. Ich will gewinnen. Und ich möchte Frauen wie Frau Maaßen und all diejenigen, die uns bisher nicht mehr ihr Vertrauen gegeben haben, zurückgewinnen. Und das können sie doch nicht, indem sie sich hinsetzen und sagen, ja, was mache ich, wenn ich jetzt verliere? Ich will gewinnen. Ich will, dass die SPD die stärkste Partei in Deutschland wird und wir eine sozial gerechte Republik bilden, die für Frieden in der Welt steht. Und dafür will ich für Vertrauen kämpfen. Und ich bin eine Kämpfernatur und bin zuversichtlich, dass ich das schaffe und Männer und Frauen wie Frau Maaßen wieder zur SPD zurückgewinne. Frau Maaßen, danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie bei uns waren. Herr Schulz, die Tagesthemen machen weiter mit Karen Mioska. Karen, lass mich raten, was macht ihr? Trump oder Martin Schulz?
Trump und Martin Schulz. Aber wir beginnen mit dem täglichen Trump. Aber diesmal könnte es sein, ihr habt gerade auch darüber gesprochen, dass der Präsident überzogen hat. Denn gegen sein Einreiseverbot für Muslime begehrt nicht nur die muslimische Welt auf. Die immer stärker werdende Protestbewegung ist gleich eines unserer Tagesthemen. Danke, Karin. Wir nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke an Sie. Danke an Sie. Danke.